So, der Randy ist da. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht es dir? Gut, ich habe noch etwas Jetlag. Etwas vermüdet. Weil du wieder unterwegs warst. Ich war unterwegs und bin direkt hier auf die Messe nach Dresden gekommen von L.A. Und was hast du da gemacht? Ich war auf der Tattoo-Messe auf der Golden State Expo. Die war letztes Wochenende. Ah, krass. Und dann hast du noch ein paar Tage dran gehängt, weil es lohnt sich für ein Wochenende. Ja, aber das macht keinen Sinn. Ne? Ich meine, 13 Stunden Flug für einfach mal 3 Tage, das macht keinen Sinn. Deshalb waren das einfach noch ein paar Tage mehr. Und so bin ich direkt hier angekommen am Donnerstag, LKW gepackt und mit unserem Stand hierher gefahren. Ja, cool. Und was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen den beiden Conventions? Der größte Unterschied ist die Distanz. Die sind voll weit auseinander. Ja, genau, das ist der Unterschied. Man kann dann schon mal von Messe zu Messe auch einen Jetlag bekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade bei so einer Entfernung. Hast du denn in L.A. sonst, hast du da dann drumherum ein bisschen Urlaub gemacht oder hast du auch gearbeitet? Ja, wir hatten 2 Tage, wo wir dort mal entspannt haben und einfach nur nichts gemacht. Also wir waren jetzt unsere Jungs von Sallen da besuchen im neuen Headquarter und bei Sallen TV und da halt ein paar neue Sachen aufgenommen und so. Also dafür habe ich die Zeit genutzt, die wir dann danach hatten. Es war dann zwar schon ein bisschen relaxed, aber trotzdem stressig, alles mit Arbeit verbunden und ein paar Meetings geführt. Ansonsten war es entspannt. Was ist denn sonst so dieses Jahr Neues geplant? Es kommt eigentlich viel Neues. Also erstmal haben wir viel in unserer Lifestyle-Passage geplant. Wir hatten letztes Jahr ein paar so Testpiloten, so Projekte wie Maori-Woche, wo wir so einige Neuseeländer einladen, die richtig Maori-Tattoos machen. Also nicht einfach nur, weil sie es können, sondern weil sie es gelebt haben und weil die da herkommen und dieses richtig können, bis ins Detail. Die Maori-Woche haben wir bei uns im Laden geplant. Dann das Tattoo-Summer-Camp kommt bei uns im Laden. Also auch schon wie eine kleine Tattoo-Convention im Sommer. Dann, ja, hat der ein oder andere gehört, Horror-Tattoos geht weiter. Eine 3. Staffel Horror-Tattoos kommt. Ein neues Team kommt dazu. Es gibt auch ein paar Abänderungen der Sendung an sich, vom Ablauf, ein paar Kleinigkeiten. Aber mehr will ich noch gar nicht verraten. Es sollen alle sehr gespannt sein. Also ich habe nur gehört, es gibt keinen Türsteher mehr. Darf das da oder ist das geheim? Doch, das gibt es nicht mehr. Das wurde jetzt anders gelöst. Es gibt praktisch 2 Moderatoren, männlich und weiblich. Das ist der Chris und die Anna und die führen gleichzeitig die Tür. Springt praktisch in die Rolle der Moderation und der Türsteherei. Und der Sender hat sich wohl was dabei gedacht bei dem neuen Konzept. Ja. Und war das jetzt ein Unterschied, das zu drehen? Also habt ihr das schon was gedreht? Nee, noch gar nicht. Die Dreharbeiten gehen erst los, deshalb haben wir bis jetzt bloß ein paar Eckpunkte, freuen uns riesig drauf, auch mit dem neuen Team und ja, sind gespannt. Also jetzt im März beginnen die Dreharbeiten, das hier in Dresden mit der ersten Sendung. Und ja, zum Casting sind natürlich da alle herzlich wieder eingeladen, die natürlich hässliche Tattoos haben und die passenden hässlichen Stories. Genau, schreibt mal was in die Kommentare, irgendwelche Stories oder hässlichen Tattoos, gerne gesehen schon mal. Ja, da kann man sich auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite Horror-Tattoos, kann man sich da auch anmelden, falls ein paar Eckdaten, Informationen dazu holen. Auch die Tourdaten, wo wir überall sein werden, in welchen Städten, wann und wie und wo, findet man alles auf unserer Homepage und auf der Horror-Tattoos Facebook-Seite steht alles drauf, wer Interesse hat und gerettet werden möchte. Was ist denn so das Schlimmste, was dir je untergekommen ist? Oder hast du vielleicht sogar jemanden mal auf Convention gesehen, dass du musst unbedingt dahin? Ja, das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil es gibt viele, meinst du jetzt von den Tattoos oder was? Es gibt sehr viele hässliche, schlimme Tattoos. Aber ich glaube, die schlimmsten hatte jeder schon gesehen. Die waren ja in den vergangenen Horror-Tattoos-Staffeln, war eigentlich alles dabei, was schwierig und schlecht ist. Das will ich jetzt nicht nochmal auspacken, das war echt zu viel. Meinst du denn, ist das noch zu toppen? Ich glaube es bald nicht. Wenn das zu toppen ist, dann werde ich es definitiv preisgeben beim nächsten Interview, falls das so kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu toppen ist, was wir da in den letzten Staffeln gesehen haben. Hast du denn überhaupt noch Zeit und Lust, dich selber tätowieren zu lassen? Ja, schon. Also beziehungsweise nehme ich sie mir. Wir hatten ja auch vor 2 Wochen unsere eigene Tattoo-Expo in Zwickau. Tattoo-Expo Zwickau, die 10 Jahre. Direkt danach habe ich mein Tattoo bekommen von Benjamin Laukis. Wieder, also jedes Jahr ein kleines Stückchen weiter. Und danach bin ich in den Flieger gestiegen, ab nach L.A. und jetzt hier. Und nächste Woche nach Milano und dann geht's nach Leipzig und dann nach Paris. Also mein Tourplan ist dieses Jahr sehr eng aneinander. Dann geht's noch nach Neuseeland, nach Australien. Also ich bin das ganze Jahr vollgepackt und zwischendurch jedes Wochenende Horror-Tattoos drehen. Ach, ihr dreht immer am Wochenende? Ja. Krass, hast du dann überhaupt, weißt du schon, ob du überhaupt dieses Jahr ein Wochenende frei hast? Bis jetzt sieht's nicht so aus. Krass. Schwierig. Ist auch schwer, immer mit meiner Frau zu kommunizieren. Der Arme.
Ja, aber also ich denke, wir finden schon das ein oder andere Wochenende, aber im Moment jetzt das erste Halbjahr ist vollgepackt, jedes Wochenende on Tour. Gibt es etwas, worauf du dich dieses Jahr ganz besonders freust? Auf was freue ich mich besonders? Es sind eigentlich, ich freue mich immer auf alles. Also ich freue mich auch auf jede Messe, auch wenn das Stress ist. Aber ich bin halt gern auch unter Menschen und unter Freunden. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Sehr schön. Möchtest du noch ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Plan hervorheben oder was Bestimmtes den Leuten noch sagen und mit auf den Weg geben? Oder habe ich genug gefragt? Halt Schluss. Ach, da gibt es ja nichts weiter. Einfach immer an seine Ziele glauben und dran arbeiten, dann kommt man auch zu dem, was man sich vorstellt. Sehr schön. Ja, das ist das Wichtigste. Vielen lieben Dank. Darf ich dich noch knuddeln? Ja. Danke.